Eine andere Stelle im Spiel. Ja, hm. Vielleicht kommt ein Predator um die Ecke. Jo, mach mir mal Angst. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal hoch. Hm. Ja, Jesse, da hast du recht. Also wir haben noch nicht, also ich habe nicht verstanden, wie das richtig funktioniert hier. Also wie dieses System funktioniert. Da hast du recht. Da ist jetzt wieder so ein roter Frogs drin. Ich möchte ganz nach oben fahren wieder. Und ja, ja, ich weiß nicht, wie die funktionieren. Die 15 war ja in Ordnung, ja. Jetzt fahren wir wieder runter, ich krieg ja hier einen Föhn, Alter. Aber wie bitte die 194? Umso weiter wir runterfahren, umso weiter geht die Zahl runter. Das heißt, wir müssen noch da oben irgendwo hin. Oder? Das ist hier 7, 6, 5, 4, 3, 2. Der müsste doch da oben irgendwo sein. Oder bin ich ein bisschen doof? Mensch, du lass mich mal hier raus, sonst krieg ich hier langsam Platzangst in dem Teil. Ich möchte wieder nach oben. Da hoch möchte ich. Gut, dankeschön. Meine Güte. Hat er wieder so blöd geschrieben. Naja, ja. Ich weiß es nicht. Es gibt eine andere Stelle in dem Spiel, wo, wie hast du geschrieben? Was ich auch gemacht habe. Es gibt aber eine andere Stelle im Spiel, die dir helfen kann, herauszufinden, was du hier jetzt brauchst. Ja, die Stelle ist aber bestimmt nicht gleich um die Ecke, oder? Und jetzt finden wir die Stelle erst wieder. Und wir kommen ja von hier nicht weg. Wir kommen ja von hier nicht mehr weg. Ja, also wir sitzen jetzt hier fest. Ja, also der Transportweg hier. Da kommt ja nicht mehr. Ja. Hä? Die Gondel ist weg. Ja. Ja, wo haben die hier sehen? In der Tankstelle. Aber da komme ich ja nicht mehr hin. Da komme ich hin. Aha. Okay. Ach doch, ja, stimmt. Warte hier lang. Warte hier lang. Warte, 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 warte. Stimmt, über die Brücke zurück. Aber mehr sage ich jetzt wieder nicht, okay? Hier war noch so ein doofes Ding. 104... Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Meine Fischaugen. Schuppen von den Augen. Warte. Hier, Wüste, meine lieben, Wüste. Endlich wieder verreisen. Endlich wieder verreisen. Sehr schön. Das kriegst du jetzt hin. Meinst du? Ruckelt irgendwie das Spiel ein bisschen? Nö, oder? Alles gut soweit.
So. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Boah, ist das hell. Boah, ist ja krass. Achso, was ich noch sagen wollte, meine Lieben, war, ich habe keine Pixel, wa? Nix, 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 Pixel-Lixel hier, nix. Tankstelle, 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 hier lang. Tankstelle! Ach nee, hier komme ich ja nicht lang, weil jetzt hier die Brücke fehlt, oder? Ja, verdammt, ey, jetzt muss ich hier rumrennen. Hype. Ihr seid ein paar Marken. Achtung, weiß. Ach, Jemini, wo bin ich jetzt gelandet? Ach. Hätte ich rumlaufen können, wa? Kann ich jetzt dadurch, komme ich denn bei der Tankstelle raus? Und was ich noch sagen wollte, ich hatte ja schon heute Mittag gesagt, bis später. Hihihihi. Was, hast du nun echt Tomaten gesagt? Nee, hab ich Tomaten gesagt? Keine Pixel in der Brücke, ist so gut. Nein, ich habe nicht Tomaten gesagt. Ein paar Mäuse habe ich gesagt, oder? Habe ich nicht Mäuse gesagt? Habe ich Tomaten gesagt? Das wäre natürlich schlimm. Nein, Marken. Marken, habe ich gesagt. Marken. Siehst du, jetzt wisst ihr noch nicht mal, was er selber gesagt hat. Hört auf, ihr seid ein paar Marken. Genau. Habe ich zumindest verstanden. Ja, ist richtig so. Ich habe gesagt, Marken. Tomaten verstanden. Ja, ja. Ich habe Tomaten auf der Ohren, ja. Tomaten. Tiss. Was denkst du denn von mir, sag mal? So. Also wenn das, dann darfst du behalten. Ich mag keine Tomaten. Du magst keine Tomaten, aber ich könnte Tomaten nicht. Futter nur Tomaten. Also nicht nur, aber alter Verwalter, weil ich an Tomaten esse. So. Ja. 194 habe ich mir gemerkt, eine 12 und eine 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hm. Die großen ist auch nicht so meins. Aber diese kleinen Tomaten, die futtern. Ah, diese Party-Dinger, wa? So, eine 194. Eine 194 sehe ich hier nirgends. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Eine 12 sehe ich aber auch nicht. Hm. Das Schild ist schon mal raus. Das haben wir gehabt für New York. Das war unsere Nummer für den anderen Code. Zwo, zwölf, 194. Ist denn überhaupt die Wand gemeint? Hier ist auch so ein Ding. 406 kam hier raus. Okay. Hier wartet mit der 15. 406 kam hier raus.
406. 406. Wenn ich eine 15 geschrieben habe, kam eine 406 raus. Da sehe ich jetzt keinen Zusammenhang gerade. Oder? Bin ich Banane? Ah! Jetzt! Hundertsiebenundneunzig. Kann das sein, dass dieses Muster wichtig ist? 197. Die 197 mit diesem Muster gibt mir den Boden 2 mit der Kapsel 12. Kann das durchaus sein? Und ich brauche die 197, also dieses Muster, um da runterzufahren. Warte, das ist nicht die Zahl, die wir uns merken sollten? 194! Verdammt nochmal! Das ist gut, dass ich euch habe. Deswegen heißt der Stream mit Zuschauern zusammenspielen, ja? Ich weiß, ich wollte nichts mehr sagen, aber will dich auch nicht zweimal hin und her schicken. Jesse, vielen lieben Dank dafür. 194, namenloser Dankeschön. Im Endeffekt, also wenn jetzt der Namenlose die Nummer nicht geschrieben hätte, hätte ich das Fotoalbum aufgemacht. Ich hab's ja fotografiert gehabt, ja. Aber trotzdem ist diese jetzt, den muss ich nochmal knipsen. 194. Aber das Denken ist jetzt das Richtige, oder? Wenn ich diese Nummer mit, also dieses Muster einhebe, ist ja nicht antworten, wir gehen jetzt los und gucken uns das an. Ich brauche immer noch einen Telefonhörer, um in der Telefonzelle mit dieser super langen Telefonnummer zu telefonieren. Krasser Zungenbrecher, wa? Ha. Zu spät, lul. Zu spät? Okay, zu spät. Hä? Zu spät, hä? Ihr sollt mich nicht durcheinander bringen. Ihr macht mich fertig. Nicht das Spiel macht mich fertig, ihr macht mich fertig. Verdammt nochmal. Spiel einfach weiter. Huch. Ich mag euch ja auch. Alles gut, Jesse. Wir haben ihn gekonnt verwirrt. Ja, vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Die Ablenkungsmanöver hier im Channel sind echt die besten. Ja, dankeschön. Die Profis, genau. Profis. Außer der spielt, ist keiner. Wa? Ist klar. Die Manöver auffallen. Mano!
So, dafür bekommt ihr jetzt Pixel, weil ich muss mal einen Schluck trinken. Guck mal, kann ich mich voll anpassen mit meinem Pullover. Ja, man hätte vielleicht auch die Zelda-Flasche aufdrehen sollen. Guck mal hier unten, weil ich das jetzt gerade sehe, das ist auch so eine Steinkugel aus der anderen Welt. Und ich schwebe gerade, aber ist egal. Tarnung, heute Abend läuft's gut, oder? Einwandfrei. Ich glaube, mein Schädel ist einfach durch. Warum schwebe ich denn jetzt? Achso, wenn ich jetzt gerade schon mal in dem Bildschirm bin hier, ihr habt jetzt nur einen grauen Bildschirm, ich weiß, aber ich gucke mir gleich mal das Foto an, was wir gemacht haben. Und zwar, jetzt habe ich zwei Fotos. Das Foto löschen wir mal, ist jetzt bestimmt das Richtige, was ich lösche. Zack, weg damit. Genau, hier steht es nochmal, 194.212. So, wir brauchen 1, 2, okay, das ist krass. Muss ich mir bestimmt vor Ort nochmal angucken. Völlig losgelöst von der Erde fliegt der Micha auf die Gusche. Sing, völlig losgelöst von der Erde. Ja, lass mal das lieber, oder? Das ist nicht so schön, meine Stimme, oder? Ja. Also, die Sang ist nicht so mein Ding. So wie viele andere Sachen auch, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, ja. XD, wie jetzt XD? Verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. Aber ist okay. XD, tschüss. Und, nee, erwähne ich jetzt nicht. So, jetzt. Jessi, danke schön für den Tipp. Das üben wir aber nochmal mit dem Singen. Ja, nee, das üben wir nicht mit dem Singen. Wir lassen es einfach. So, jetzt habe ich natürlich das Problem. Wie kriegen wir das weg hier? Das muss weg. Hä? Was denn jetzt? Schwubbelwubbel. Nee, weg. Ah, einmal so durch und dann ist es weg. Aha. Okay, so, jetzt. Ich habe keine Ahnung mehr. Wartet. Ich muss mir das Foto angucken. Foto. Ja. 1, 2 darüber. Okay. So wartet. Das ist das Zeichen. Ja? Da ist er. Errungenschaft freischaltet. Sweet Caroline. Yeah, Puppe. Hallo.
Das ist sie. Auch wenn sie aussieht wie ein Pappmaché-Figur. So, nu? Puppe, ja. Ist doch gut. So, und jetzt? Wie kommen wir jetzt weiter? Jetzt sind wir hier, ja. Jetzt haben wir die Dame. Jetzt muss es doch bestimmt irgendeinen Code geben, womit wir diesen Kokon mit nach oben nehmen und den auftauen, oder? Wie dort weitergeht, weiß ich gerade nicht mehr. Gut, ich auch nicht. Test mal das Beste. Wir testen das Beste. warte mal, da war jetzt irgendwas doch mit diesem Strich, oder? Runter und dieses schräg. Runter und schräg, wa? Das Rätsel ist doch noch nicht zu Ende. So, immer komplett aufgelöst. So. Er hat jetzt mit diesem Code, hat er automatisch diesen Kokon rausgezogen. So. Das würde jetzt heißen... Ups, was ist denn jetzt passiert? Ich bin der Meinung, dass wir noch einen Code brauchen, um... Der lässt den nicht los hier, wa? Guck mal, der hängt hier fest. Der setzt den hier nicht ab. Also sie müsste irgendwie hier rauskommen. Ja, aber irgendwie jetzt nicht. Sie muss hier raus. Beziehungsweise da oben muss ich vielleicht hin, oder? Was ist denn das da oben? Ist irgendwelches Licht, das scheint da. Ja, toll. Ey, was ist denn jetzt passiert? Ach so, der hat das wieder. Der hat das. Okay. So. Jetzt schiebt er den dort wieder rein und wir fahren wieder hoch. Hä? Also mit der einen Nummer kommen wir da runter. Jetzt ist aber die Frage, wie kriegen wir das Ding auf? Also wie kriegen wir sie da raus? Weil ich vermute mal, dass wir jetzt Fali brauchen, um weiterzukommen, oder? Ach, das ist aber jetzt... Hä? Wie blöd bin ich denn? ...194. Mit dem Muster. Womit wir dorthin kommen. So, wir werden Fali brauchen, um weiterzukommen. Nicht als Pappfigur, aber irgendwie werden wir sie brauchen. Dort kommen wir erstmal nicht weiter. Dort liegt irgendwie so ein komischer Außerirdischer, ja, den wir, keine Ahnung, nicht helfen können, nicht helfen wollen, keine Ahnung was. Da liegt ebenfalls so ein komischer Außerirdischer. Hier
haben wir eine komische rote Kugel und das, was ich noch ja nicht gesehen habe, ist, dort ist unser Baum. Weil unsere Hauptmission ist immer noch, dass wir die Bäume verbinden müssen, ja. Und wir sind jetzt gerade mal in der dritten Welt, in der vierten Welt, ja. Und uns steht noch eine Welt bevor, ja, noch eine Welt. So, wenn ich das dort sehe, dort hinten liegt noch einer, so einer, liegt dort drüben auf der Plattform ebenfalls, ja. Und höchstwahrscheinlich kommen wir mit diesem Ding hier, ja, werden wir höchstwahrscheinlich in diese rote Welt reinkommen, ja. So. Ziel ist es immer noch, wahrscheinlich durch die Tür durchzukommen, um eventuell dorthin zu kommen oder sogar, ja, denn zum Baum. So. Der Kollege Schnürschuh liegt hier rum, der hat uns überhaupt nicht zu interessieren, der ist nur da, um uns abzulenken. So. Wir haben hier rausgefunden, dass es die 194 ist, dass wir mit der Nummer, wobei ich das echt krass finde, das Rätsel, ja, wie du da raufkommen sollst, dass du zurück zur Tankstelle sollst und dort das Ding einnehmen. Also das fing schon ein bisschen heavy, ja, da überhaupt drüber nachzudenken. Fing schon krass, muss ich ehrlich sagen. So. So. 194. Farley. Rausgeholt. Wie öffnen wir diesen Kokon, damit wir weiterkommen? Beziehungsweise, was soll uns Farley geben oder welche Informationen soll sie uns geben, damit wir hier vielleicht weiterkommen? Wollen wir vielleicht so nochmal rangehen? Du sollst, denke ich, bis dahin das System hinter den Maschinen verstanden haben, woran ich aber auch gescheitert bin. Das System der Maschinen, ja, das war wohl nichts, Micha. Naja, aber das System der Maschine, nee, das geht nicht. Also, das ist, nee. Also, ist es wirklich so, dass man das System verstehen soll? Also, ich wüsste nicht, was das hier dran zu verstehen gäbe. Ganz ehrlich. So, wir machen jetzt eins, wir holen uns nochmal diesen Kokon raus. Und da muss es ja irgendwas geben. Ja, das ist ja der einzige Hinweis, den es gerade gibt. So. So, sie hat einen Schlüssel um. Aber sonst auch nichts weiter. Ich habe das hinterher nachgelesen. Ist schon clever gemacht, aber da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Kannst du ja, wenn du fertig bist, auch mal nachlesen. Okay, wenn es dich interessiert. Na, muss ich mal gucken jetzt. Ich glaube nicht, dass es mich so brennt, interessiert das System. Weil eine 194. Ihr könntet nicht mal was daraus lesen. Aber gut, okay. Ist das so wie die römischen Zahlen, wo du wissen musst, was 1 bis 10 bedeutet und entsprechend den Mustern dann ergibt, oder denke ich da zu kompliziert? Ich glaube, wir denken alle zu kompliziert, namenloser, weiß ich nicht. Also ich kann dir die Frage nicht beantworten. Die Frage ist jetzt, was wollen wir hier auf dieser Ebene mit diesem Kokon, mit Farley da drinne, und wie soll es weitergehen? So. Sie hat überhaupt nichts, was für uns jetzt gerade sinnvoll wäre, ja. Außer, dass er da irgendwo eingefroren ist und schläft. Und einen Schlüssel um den Hals, ja. Mehr haben wir bei der Dame nicht. Keine Zahl, nichts, sonst weiter. Nix. Ja. Das geht schon ein bisschen in die Richtung. Das will ich jetzt aber nicht unbedingt hier im Chat schreiben. Ich schicke dir gleich eine Nachricht auf Discord, wenn du willst.
Jo, schick mal. Schick mal an Namenlosen, schick an mich. Ey, guck mal, ob ich es mir noch angucke. Heute sicherlich nicht mehr, weil mein Hirn ist jetzt schon breit, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich gerade, jetzt beten wir erstmal, vielleicht kommen wir weiter. Nein, aber, ja, was? Farley, 194, 212. Ich weiß es nicht. Was bringt mir der Kokon jetzt, um weiterzukommen? Ich weiß es echt nicht. Sorry, Leute. Ich bin jetzt, ja, stell mich halt zu blöd an. Keine Ahnung. Lassen wir jetzt so machen. Ja, nehmen wir die 312. Okay. Was hat sich jetzt daran geändert? Oh, jetzt sehen wir endlich mal was da drin. Oh Gott. Wer ist er denn? Außer, dass er viel zu groß ist für das Ding. Krass. Ekelhaft. Er hat auf jeden Fall jetzt auf einmal eine völlig andere Funktion eingestellt hier. Wartet mal. Jetzt steht hier irgendwas. Das ist doch ja nicht das, was ich eingestellt hatte. Dankeschön. Also ganz ehrlich, die Videoschneiden hier für YouTube, das ist immer echt mit Überlegung verknüpft. Wir haben die 194. Wir haben jetzt rausgekriegt, dass das Farley ist. Und wir haben den Kokon. Das heißt nicht, dass wir hier weiterkommen. Das Ding ist für die Tür da, damit wir da runterkommen und die Brücke bauen. Damit wir einen Grund haben, zurückzufahren. In eine Wüste. So, Punkt.